Jetzt komme ich zu dem Punkt 4. Antrag Fraktion DIE LINKE betreffend afghanische Flüchtlinge dauerhaft Aufenthalt ermöglichen. Hessen muss vorhandene rechtliche Spielräume ausschöpfen. Drucksache 19/5171, vereinbarte Redezeit 5 Minuten pro Fraktion. Dazu ein Ihnen zugegangener dringlicher Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend hessische Behörden prüfen bereits jeden Einzelfall. Drucksache 19/6855. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 25 und wird mit 4 aufgerufen. Kein Widerspruch. Dann machen wir das so. Das Wort hat zur Eröffnung der Debatte Herr Abg. Dr. Wilken. Bitte schön. Sind wir am Schluss noch mal zusammen heute Abend? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit Menschen in Not umgeht. Hier ist es an vielen Stellen in diesem angeblich so reichen Land, dem es so gut geht, nicht überall zum Besten gestellt. Aber heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Teil dieser Menschen in Not. Erst gestern Abend, wir haben das gerade in der Fragestunde auch schon erörtert, wurden wieder Menschen vom Frankfurter Flughafen in den Bürgerkrieg nach Afghanistan abgeschoben. Es waren aus 2 aus Hessen dabei, wie der Innenminister uns heute Morgen mitgeteilt hat. CDU und GRÜNE beugen sich einer flüchtlingsfeindlichen Stimmung und verweigern schutzsuchende Hilfe. Das bleibt ungeheuerlich. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie, Herr Innenminister, heute Morgen so euphemistisch sagen, wir haben das doch alles im Landtag besprochen, dann will ich noch einmal ganz deutlich sagen, dass unser deutlicher Widerspruch zu Ihrer Darstellung, vorrangig Straftäter abzuschieben, also auch nicht Straffällige abzuschieben oder Ihre Definition von Straffälligkeit, all das trifft auf heftigsten Widerspruch von uns in diesem Hause und von vielen Menschen in dieser Gesellschaft. Nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, meine Damen und Herren, was das für ein Land ist, in das von Frankfurt aus abgeschoben wird. In der ersten Hälfte 2018 sind 1.700 Zivilisten in Afghanistan getötet worden. 301.000 Menschen sind seit Jahresbeginn innerhalb Afghanistans vor Kämpfen und Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Laut Global Peace Index 2018 ist Afghanistan eines der unsichersten Länder der Erde. Allein Syrien ist noch gefährlicher. Wer wissen will, was das konkret bedeutet, braucht sich doch nur die Meldungen der vergangenen Woche anzuschauen. 10 Menschen starben durch eine Autobombe in Kabul, 18 Menschen in der Unruheprovinz Helmand und so weiter und so fort. Und in dieses Land wollen die CDU-Innenminister vermehrt abschieben, wie in der Berichterstattung zur Innenministerkonferenz in der letzten Woche zu lesen war. Sie behaupten, es gäbe sichere Regionen in Afghanistan. Der UNHCR hat aber dargestellt, dass, warum eben Kabul keine sichere Region ist und dass das Straßennetz von Taliban kontrolliert wird. Und selbst wenn es sichere Regionen gäbe, kommt da niemand sicher hin. Meine Damen und Herren, wir fordern Sie nachdrücklich auf. Setzen Sie sich endlich dafür ein, dass niemand mehr nach Afghanistan abgeschoben wird. Wir haben den Eindruck, dass die CDU da auf einer ganz anderen Bahn spielt. Aber noch einmal an die Adresse der GRÜNEN. Sie behaupten immer, es gäbe keinen Handlungsspielraum. Das ist falsch. Es fehlt bei der Landesregierung offensichtlich am Handlungswillen. Es gibt die Möglichkeit, einen vorübergehenden Abschiebestopp zu erlassen. Und außerdem haben Hamburg und Bremen in der Vergangenheit gezeigt, dass die Länder in dieser Frage durchaus handlungsfähig sind. Sie haben im Jahr 2016, also Hamburg und Bremen, humanitäre Aufenthaltstitel für Menschen aus Afghanistan ohne aufwendige Einzelfallprüfung vergeben, allein aufgrund der Sicherheitslage. Es gibt also Mittel und Wege, der menschenrechtsfeindlichen Politik
der Bundesregierung in diesem Fall entgegenzutreten. Und das tun Sie nicht, meine Damen und Herren, wenn Sie auf einen Antrag, den wir am 22. August eingereicht haben, heute Morgen, 5 Minuten vor dieser Debatte, eine Erwiderung uns auf den Tisch legen und sagen, naja, wir tun alles Mögliche und wir prüfen jeden Einzelfall. Das ist erbärmlich, was Sie hier uns vorspielen. Meine Damen und Herren, beenden Sie diese katastrophale Politik. Setzen Sie sich für ein dauerhaftes Bleiberecht für afghanische Flüchtlinge ein. Dann kommen wir da auf einen guten Weg. Meine Damen und Herren, zum Schluss eine Information. Das wäre die letzte Rede der Kollegin Gabi Faulhaber gewesen. Sie ist leider erkrankt. Das ärgert niemand mehr als sie selber. Ich kann von dieser Stelle nur Sie bitten, behalten Sie Gabi Faulhaber in guter Erinnerung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach über das Thema Rückführung nach Afghanistan sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aspekte sowohl im Plenum als auch im Innenausschuss diskutiert. Es bleibt heute bei der heutigen Debatte am Ende auch nur festzustellen, dass die maßgeblichen Grundlagen, und das sind nun am Ende die bundesrechtlichen Einschätzungen und die Einschätzungen insgesamt der Bundesregierung, nämlich der Lagebericht, unverändert gelten. Es gibt jetzt einen Lagebericht von Mai 2018, der zu keiner anderen Einschätzung seit unserer letzten Debatte kommt. Die Bundesregierung hat eine Veränderung vorgenommen in der Einschätzung, was das Thema Abschiebung angeht. Sie sagen nämlich, dass Abschiebungen grundsätzlich möglich sind, also nicht nur für Straftäter und Gefährder, sondern eben auch für abgelehnte Asylbewerber. Wie ist jetzt die Lage in Hessen? In Hessen gilt seit 2017, konkret seit Februar 2017, ein Erlass, der regelt, dass vorrangig Straftäter und Gefährder zurückgeführt werden können. Und an dieser Erlasslage hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Und wenn Sie sich in der Vergangenheit sich die Rückführungsflüge, es hat ja unterschiedlichste Länderbeteiligung gegeben, anschauen, ich will mal ein paar Länder nennen, dann werden Sie feststellen, wer sich daran eben auch mitunter beteiligt. Das ist Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder beispielsweise Schleswig-Holstein. Und wenn Sie jetzt die Liste dieser Länder hören, dann werden Sie ja feststellen, dass da auch sehr unterschiedliche Regierungskonstellationen beteiligt sind. Und ich habe ja eben auch gesagt, unter anderem eben auch Thüringen. Und es ist eben so, dass auch die Innenministerkonferenz und diese Länder im Einzelfall Rückführungen nach Afghanistan eben für vertretbar halten. Ich möchte jetzt zwei Aspekte zu dem Antrag der Linksfraktion sagen. Und Herr Wilken, Sie haben eben etwas gesagt, was auch nicht stimmt. Sie haben eben gesagt, Hamburg und Bremen hätten ja 2016 eine solche Senatorenregelung erlassen und damit eben Aufenthalte ermöglicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass im Februar 2016, ich weiß jetzt nicht, ob Sie von Januar gesprochen haben, im Februar 2016 hat Hamburg und das, was Sie in Ihrem Antrag schreiben, diese Regelung ja abgeschafft durch den amtierenden Innenminister Herrn Grote. Die ist abgeschafft worden im Jahr 2016. Nein, Sie haben eben von 2016 gesprochen, und genau in diesem Jahr wurde die Regelung ja abgeschafft. Und Sie wollen eine Regelung in Hessen einführen, die es übrigens ansonsten nicht gibt und Hamburg ja selbst im rot-grün regierten Hamburg so gar nicht mehr praktiziert wird. Und Hamburg beteiligt sich ja auch an den Rückführungsflügen. Und in Hessen gilt, und das ist für mich jetzt der zweite wichtige Punkt, selbstverständlich die sorgfältige und ja auch gerichtlich überprüfbare Einzelfallentscheidung. Und es werden vorrangig Straftäter und Gefährder abgeschoben. Sie haben jetzt in Ihrem Antrag die Formulierung drin, dass Schülerinnen und Schüler aus Offenbach von einer Abschiebung nach Afghanistan bedroht sind. Ich werde jetzt nicht aus nicht öffentlichen Sitzungen des Innenausschusses berichten, aber Sie wissen ja sehr wohl und kennen auch die Berichte über die Einzelfälle und die Personenkreise, die von Abschiebungen in Hessen bei den Rückführungsflügen betroffen waren. Sie können sich sehr wohl ein Bild davon machen, um welchen Personenkreis es sich handelt. Insofern finde ich die Aussage, dass Personen, die zwar, das stimmt, einen abgelehnten Asylbescheid haben und damit natürlich formal auch ausreisepflichtig sind, aber doch gar nicht in diesen Personenkreis fallen. Davon gehe ich jetzt mal.
Frau Wissel, lassen Sie mich doch jetzt einmal ausreden. Aber doch gar nicht in diesen Personenkreis fallen, dann finde ich es problematisch, wenn Sie ein solches Bild stellen, weil am Ende auch mit solchen Anträgen und Formulierungen verunsichern Sie die Menschen. Das ist einfach Fakt. Und in einem Rechtsstaat, das mag Ihnen nicht gefallen, weil Sie vielleicht staatliche Institutionen ablehnen, aber in einem Rechtsstaat ist es so, dass auch rechtsstaatliche Entscheidungen am Ende auch durchgesetzt werden müssen. Dazu gehören Rückführungen, und zwar egal in welches Land, eben auch immer dazu und wie gesagt im Einzelfall, solange sich die Sicherheitseinschätzung nicht ändert, eben auch nach Afghanistan. Ich will noch einmal einen Punkt auch benennen, weil das wird, glaube ich, hier auch oft von der Linksfraktion vergessen. Die Sicherheitseinschätzung obliegt ausschließlich in der Zuständigkeit der Bundesregierung, vorrangig im SPD-geführten Außenministerium. Aber insgesamt ist die Bundesregierung da übereinstimmt in ihrer Einschätzung. Und ich finde es immer spannend, wenn Sie beziehen sich zwar dann auch auf Berichte anderer Organisationen, wenn Sie sich immer anmaßen, dass Sie die Sicherheitslage aber besser einschätzen können als die Bundesregierung. Da wäre ich zumindest einmal vorsichtig. Ich maße mir nicht an, die Sicherheitslage in Afghanistan zu beurteilen. Und Sie müssten mir dann schon erklären, warum auch das Bundesland Thüringen sich im Einzelfall an Rückführungen beteiligt. Da sind Sie ja nun auch in der Regierung, und zwar prominent vertreten. Wie das miteinander zusammenpasst, das verstehe ich dann nicht. Und solange die Bundesregierung nicht zu einer anderen Einschätzung der Sicherheitslage kommt, werden wir selbstverständlich unsere Erlasslage und das Vorgehen im Einzelfall eben auch nicht ändern. Ich muss einen letzten Satz noch loswerden. Ich habe mir das einmal aufgeschrieben. Sie haben gesagt, die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich, wie man mit Menschen in Not umgeht. Und Herr Wilken, ich muss Ihnen ehrlich eins sagen, dass Sie nach dem, was Deutschland und Hessen geleistet haben, ein solches Bild von Hessen und unserem Land zeichnen, wie Sie es eben getan haben, das finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich maßlos und echt auch frech. Weil ich glaube, Frau Kollegin Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich glaube, kein anderes Land hat ein solch humanitäres Gesicht gezeigt wie Deutschland und so viel geleistet. Darauf kann Deutschland und Hessen stolz sein. Und es wäre schön, wenn auch Sie das einmal anerkennen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wallmann. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Wallmann hat mit einem entscheidenden Punkt am Ende noch einmal betont, dass es geht mir genauso. Für uns GRÜNE kann ich das genauso sagen, und ich kann das auch für die CDU sagen, ganz sicher, dass wir in dieser Koalition in den letzten fünf Jahren, alles andere getan haben als eine inhumane Asyl- und Flüchtlingspolitik, gerade in diesem Land. Ich erinnere an die Aktionspläne 1 und 2, über Milliardenbeträge. Das ist schon unverschämt, Herr Wilken. Das ist schon unverschämt. Das ist schon unverschämt, und es ist nicht. Es diskreditiert auch die Leistung all derjenigen, die professionell und ehrenamtlich sich dafür engagiert haben, dass die Flüchtlinge hier gut integriert und versorgt werden. Deswegen weise ich diese Kritik energisch zurück. Zweitens. Ja, wir sind halt eine Regierungskoalition, und die Regierung hat das auch richtig in Ordnung gemacht, wie ich finde. Das heißt nicht, dass man es noch besser machen kann, aber zu sagen, es sei inhuman, ist schon einfach schlicht und ergreifend falsch. Ich möchte die Linkspartei nicht noch einmal daran erinnern, dass sie in der Regierungsbeteiligung in Thüringen und Brandenburg nicht anders agiert hat wie die wie hier in Hessen. Aber das ist ja wurscht. Die Hessische Linkspartei ist ja speziell ausgebildet und kann sich eigene Wege erlauben. Das mag ja so sein. Aber ich möchte Sie trotzdem gerne nicht von einer Frage Sie erleichtern. Stehen Sie zu UN-Flüchtlingskonvention, ja oder nein? Stehen Sie dazu? Und ich unterstelle Ihnen einmal, dass Sie dazu stehen. Und da gibt es den Paragraphen, den Artikel 33 Absatz 2, bei dem es um die Verbot von Ausweisung geht. Und dort wird es, ich zitiere, erwähnt, dass auf diese Vergünstigung, also den Verbot der Ausweisung, kann sich ein Flüchtling nicht berufen, der aus schwerwiegenden Gründen eine Gefahr für die Sicherheit des Landes, der Allgemeinheit des Staates oder weil er wegen eines Verbrechens oder einer schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde, berufen. Also nichts von vorne. So, das heißt, jemand, der hier ein Verbrechen begangen hat und rechtskräftig verurteilt ist, kann sich auf ein Verbot der Abschiebung auch nach der UN-Flüchtlingskonvention nicht berufen. Das steht so da drin. Sind wir uns da einig? So, sind wir uns da einig? So, so. Immerhin stehen Sie auch zu diesem Paragraph. Das ist doch schon einmal ein Fortschritt. Sie haben bisher die Position.
Frau Wissler, hören Sie zu. Sie haben bisher die Position bezogen, niemand nie darf einer abgeschoben werden. Hier steht aber drin, dass rechtskräftig verurteilte Verbrecher abgeschoben werden. Wofür sind Sie denn nun? Die Flüchtlingskonvention oder nicht? Da müssen Sie schon einmal entscheiden. Da müssen Sie schon einmal entscheiden. Es gibt keine Rosinenpickerei. Entweder man steht zur Flüchtlingskonvention oder man steht nicht dazu. Wir stehen vollumfänglich dazu und haben auch dazu gehandelt. Wenn Sie die Ausweisungen sehen nach Afghanistan, können Sie sehen, dass in den Jahren 18 und 17 nur Straftäter aus Hessen nach Afghanistan zurückgeführt wurden und dass wir dementsprechend auch im Einklang mit der UN-Flüchtlingskonvention stehen. Offensichtlich ist die Linkspartei noch in desorientierten Umherirren und weiß nicht genau, was sie nur eigentlich will. Sie wissen das bei der Kollegin Frau Kollegin Wagenknecht angefangen. Sie sind noch auf einem Findungskurs. Aber lassen Sie doch uns bitte da raus. Wir wollen uns an diesem Prozess bei Ihnen nicht beteiligen, was Sie nur eigentlich wollen. Das ist nicht unser Problem. Ich will Ihnen noch einmal sagen, dass wir nach Afghanistan faktisch niemanden anderen abgeschoben haben als Straftäter. So, seit diese Vereinbarung hier in Kraft. Doch, Sie haben doch selbst die Anfragen gestellt, Frau Wissler. Doch, haben Sie doch. Und seit noch einmal in Ihrer eigenen Anfrage, Frau Schott, geht es mal ein bisschen. Ich kann nicht mit fünf auf einmal. Ein Moment, Herr Kollege Bocklet, meine Damen und Herren. Bitte etwas ruhiger, etwas friedlicher, etwas zivilisierter. Kollege Bocklet, bitte. Die Aufregung der Linkspartei liegt darin, dass sie genau weiß, dass es, seit es die Vereinbarung in Hessen gibt, niemand anderes mehr abgeschoben wurde. Sie gackern nur rum über einen Fall, der vor dem Abschluss der Vereinbarung lag, und deswegen regen Sie es auf. So war auch Ihre Antwort auf Ihre Anfrage, und es ist auch faktisch im letzten Jahr nicht mehr so. Es ist doch faktisch nicht mehr so gewesen. Also frage ich Sie, worüber reden wir denn eigentlich? Worüber reden Sie denn noch? Worüber reden Sie denn noch? Worüber reden Sie denn noch? Frau Wissler, dass Sie nicht wissen, wer das ist, ist Ihr Problem, nicht unseres. So, da haben wir kein Problem damit. Frau Wissler, dass Sie nicht wissen, was in der UN-Flüchtlingskonvention steht, ist Ihr Problem. Dass Sie nicht wissen, was Ihre Landesregierung Thüringen ist, ist auch nicht unser Problem. Wir wissen, was wir hier zu tun haben. Wir wollen eine humane Flüchtlingspolitik. Menschen, die ein Recht haben, hier zu bleiben, werden gut versorgt, werden gut betreut, integriert. Und wer Hesse sein will, kann auch Hesse werden. Das ist unser Ziel. Und nicht immer wieder dasselbe Schauspiel, was Sie versuchen zu stellen, nämlich, dass wir hier versuchen würden, Menschen zu Unrecht abzuschieben. Das ist einfach falsch. Punkt. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP. Seligenstadt. Wohl kaum. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir beschäftigen uns regelmäßig mit der Frage von Abschiebungen nach Afghanistan hier im Hessischen Landtag. Auch diese Debatte hat eigentlich nichts Neues erbracht, sondern hier sind die bekannten Positionen ausgetauscht worden. Ich will vielleicht das noch einmal quantifizieren, über was wir reden. Wir haben in Deutschland leben rund 16.500 ausreisepflichtige Afghanen in ganz Deutschland. 16.500. Von denen haben immerhin 13.000 trotzdem eine Duldung. Widerspricht sich ein bisschen, juristisch hört sich das ein bisschen, muss man sich im Ausländerrecht ein bisschen auskennen. Also reduziert sich die Zahl schon einmal ganz besonders. Wie viele Abschiebeflüge nach Afghanistan haben denn die letzten zwei Jahre stattgefunden? Also nach meiner Recherche waren es 16, mögen es 19 gewesen sein. Das ist eine überschaubare Zahl, wenn man sich ansieht, wie viele Menschen denn zur Ausreise verpflichtet sind. Nur einmal, damit man es quantifiziert. Da ist noch nichts zum Einzelfall gesagt. Da ist noch nichts zum Einzelfall gesagt, aber ich will es nur noch einmal deutlich machen, wie viele Menschen sind denn tatsächlich betroffen und findet eine Einzelfallprüfung tatsächlich statt, oder wird hier einfach aus der hohlen Hand massiv nach Afghanistan abgeschoben? Nein, die Zahlen machen es deutlich, das ist nicht so. Und wir haben nun einmal ein Asylrecht und wir haben einen Rechtsstaat, der vom Einzelfall ausgeht. Die Pauschalisierung ist bei uns nicht die Regel, sondern jeder einzelne Fall wird juristisch überprüft. Jeder einzelne Fall kann alle Rechtsmittel ausschöpfen, und in jedem einzelnen Fall ist Widerspruch möglich. Wenn das alles abgearbeitet ist, und in Hessen gibt es noch die besondere Möglichkeit, dass es ein gewisses Gnadenrecht gibt, das hört sich ein bisschen altertümlich an, aber dass wir in besonders schwerwiegenden Fällen die Möglichkeit haben, auch noch einmal aus humanitären Gründen Ausnahmen zu schaffen, und auch das wird in Hessen gemacht. Und darum muss man das differenziert sehen. Und wenn man sieht, Afghanistan ist uns ja nicht, ist uns nicht egal, sondern allein die Europäische Union, an der wir natürlich finanzpolitisch auch einen großen Anteil haben als Bundesrepublik Deutschland,
unterstützt Afghanistan mit 474 Millionen €. Nächstes Jahr sollen dort Wahlen stattfinden. Es gibt millionenschwere humanitäre Hilfe in Afghanistan. Und Afghanistan ist nicht mit Syrien vergleichbar. Es ist nicht mit Syrien vergleichbar. Und vor allem die unterschiedlichen Regionen in Afghanistan sind nicht mit Syrien vergleichbar. Und darum kann man sehr wohl in begründeten Fällen abschieben. Das ist die Haltung der FDP, und die vertreten wir auch. Und jetzt will ich noch einmal etwas sagen, Herr Kollege Bocklet. Was Sie hier gesagt haben, findet in weiten Teilen meine Zustimmung. Es findet sich aber in Ihrem Antrag nicht. Es findet sich, das, was Sie so sagen, findet sich aus meiner Sicht in Ihrem Antrag ebenso deutlich nicht. Und ich möchte das noch einmal für meine Fraktion auch deutlich machen. Wenn Menschen in unserem Land Hilfe möchten und sich deshalb um Asylrecht bewerben oder versuchen, Asylrecht zu erlangen, Schutz zu erlangen, sich aber hier nicht entsprechend verhalten. Und ich bin viele, viele Jahre im Petitionsausschuss gewesen, und ich habe viele, viele Einzelfälle gesehen. Ich war in der Vorprüfungskommission des Petitionsausschusses, und ich habe Einzelfälle gesehen. Und es gibt einfach auch bei Menschen aus Afghanistan, die zu uns kommen, einfach Menschen, die ich in unserem Land nicht will. Die will ich in unserem Land nicht. Tut mir leid, wenn ich das an der Stelle so deutlich sage. Und wenn ich die hier nicht will und ich kann vertretbar sie abschieben, dann müssen die auch abgeschoben werden. Und das ist unsere Haltung dazu. Und dazu, glaube ich, muss man auch stehen hier im Hessischen Landtag, wenn Menschen sich in unserem Land nicht richtig benehmen. Und wenn es vertretbar ist, diese Menschen abzuschieben, dann muss man sie, dann darf man sie nicht nur abschieben, dann muss man sie auch abschieben. Und darum ist diese Haltung der Landesregierung, hier korrekt und findet unsere Unterstützung. Ihr Antrag macht es nicht deutlich genug. Darum werden wir uns bei diesem Antrag nur enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Ernst Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe gestern, nachdem klar war, dass ich zu diesem Thema sprechen sollte, mal gezählt und geschaut, wie oft ich schon zu dem Thema gesprochen habe. Ich stelle mir die Frage, was ich angesichts der beiden Anträge eigentlich Neues sagen soll, über das hinaus, was schon gesagt ist. Vielleicht dies. In meiner Brust schlagen angesichts dieses Themas zwei Herzen. Das erste ist ganz dicht bei dem Antrag, und ich bitte alle die, die dazu gesprochen haben und die, die nicht dazu gesprochen haben, sich den Antrag der Linksfraktion anzuschauen. Es wurde viel geredet über das, was nicht in diesem Antrag drinsteht. Aber was drinsteht, ist, glaube ich, untergegangen. Und ich halte es nicht für falsch, in der augenblicklichen Situation alles daran zu setzen, dass sichergestellt ist, dass im Blick auf afghanische Flüchtlinge alles wirklich geprüft ist und dass alle Spielräume, es gibt nämlich Ausländerbehörden und Ausländerbehörden, dass alle Spielräume bis ins Letzte auch ausgenutzt werden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das zweite Herz, das schlägt an der Stelle, wo wir alles das ausgeschöpft haben und eine Balance hinkriegen müssen zwischen Aufenthaltsrecht auf der einen Seite und einem Asylgrundrecht auf der anderen Seite, dass wir dann in den Einzelfallprüfungen nicht festzustellen haben, aha, nein, der ist typisch für seine Gruppe und er gehört da rein und damit ist erledigt, sondern dass wir in der Einzelfallprüfung nachweisen, dass es sich tatsächlich um eine Ausnahme handelt und dass der von diesen Abschiebemaßnahmen tatsächlich auszunehmen ist. Und dem noch mehr Sorgfalt zu geben, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben und tun konnten.
Ich will eine grundsätzliche Bemerkung machen. In einer Zeit, in der es an der Tagesordnung ist, auch Hand anzulegen an das Asylrecht, nicht irgendein Gesetz, sondern an ein Menschenrecht, das verankert ist in der Verfassung, im Grundgesetz. Wenn ein Herr Merz das Streichholz an das Asylrecht hält und als es angefangen hat zu brennen, dann zurückzieht und sagt, ich wollte doch eigentlich nur dieses individuelle Asylrecht beleuchten, aber dabei in Kauf nimmt, dass andere es zum Brennen bringen. Da ist es sehr, sehr gut, dass wir grundsätzlich sagen, sehr genau zu prüfen, wer wird wohin zurückgeschickt und wenn alles ausgeschöpft ist. Das Problem, Herr Minister, und den einen Punkt, den kann ich Ihnen aufgrund der Fragestunde und dem, was auch Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, nicht ersparen. Es sagt niemand, keine Abschiebung nach Afghanistan. Sie sagen, nein, das ist eben durch die UN-Konvention auch noch einmal deutlich geworden. Aber wenn Sie sagen, und da stehe ich hier und kann nicht anders, wenn ich exegetisch da dran gehe, vorrangig, das schließt ein, auch andere. Und darüber müssen wir uns verständigen. Das ist nicht unsere gemeinsame Übereinkunft. Vorrangig, eigentlich müsste es heißen, wir schieben dorthin nur Straftäter und Gefährder ab und andere nicht. Aber wenn wir sagen vorrangig, dann sind andere mit eingeschlossen, und dafür müssten wir Kriterien haben. Sonst ist das nicht machbar. Ich komme zum letzten Punkt. Gestern hat mir mein Fraktionsvorsitzender über den Tisch zugerufen, deine letzte Rede. Ich verstehe mich von meiner Profession her eher, um es biblisch zu sagen, auf Abschiedsreden. Aber die wären a) vom Umfang her zu umfassend für diese 5 Minuten, und es wäre auch angesichts der Thematik eine Anmaßung, das auf sich zu beziehen. Was ich aber will, ist, einen großen Heiligen des 17. Jahrhunderts, Vinzenz von Paul, der, ich weiß nicht, deshalb oder deswegen heilig gesprochen wurde, der hat im 17. Jahrhundert in Paris gelebt. Und sein Satz, den er den Mitbrüdern und seinen Schwestern mit auf den Weg gegeben hat, der ist für mich für den Abschied symptomatisch. Wenn du deinen Dienst beendet hast, schließ die Tür hinter dir, leg den Schlüssel unter die Matte und geh im Stillen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, lieber Kollege Ernst-Ewald Roth, für diese Worte, auch für die letzten Worte hier, die Abschiedsworte im Hause. Ich will dir auch ganz besonders danken für deine besondere Funktion, die gar nicht alle kennen, hier im Haus als Co-Vorsitzender der katholischen Fraktion bei Mein Utte in seinen Gottesdiensten vormittags, dass du die katholische Fahne dort so hochgehalten hast. Auch das ist sicherlich erwähnenswert in dieser Runde. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt hat der Innenminister das Wort. Bitte sehr, Staatsminister Wedderbeuth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Roth, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken und finde, dass das Plenum sehr angemessen reagiert hat und Ihnen einen stillen Abgang mit dem Applaus eben nicht ermöglicht hat. Ich möchte Ihnen auch noch einmal ganz herzlich danken für die gute Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren,
In Hessen ist es seit dem 8. Februar 2017 Erlasslage, dass vorrangig alleinstehende männliche Straftäter nach Afghanistan zurückgeführt werden. Im Jahr 2018 wurden 12 Personen nach Afghanistan zurückgeführt. Zwei weitere Straftäter sind gestern mit der Maßnahme zurückgeführt worden aus der Haft heraus. Die Zahl der ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigen ist von Januar 2018 bis Ende Oktober auf 1515 Personen deutlich angestiegen. Am 31. Mai 2018 hat das Auswärtige Amt den lange erwarteten aktuellen Lagebericht vorgelegt. Demnach befanden sich alle 34 Provinzhauptstädte unter der Kontrolle der afghanischen Regierung. Auch wenn die Nachrichtenlage aus Afghanistan weiterhin von negativen Schlagzeilen geprägt ist, hat sich die Bedrohungslage für Zivilisten ausweislich dieser Lagebeurteilung, auf die wir keinen Einfluss haben, seit 2016 verbessert. Auch ist die Schutzquote des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bei Erst- und Folgeanträgen gesunken. In diesem Jahr Vergleich September 2017 auf 2018 von 44,4 auf 36,3%. Die Bundesregierung sieht auf der Grundlage des Berichts, den sie selbst verantwortet, keine Einschränkungen mehr für Abschiebungen nach Afghanistan. Meine Damen und Herren, zu der Abschiebung von gestern kann ich Ihnen nur noch einmal die ausweislich der Pressenachrichten, die ich vernommen habe, dass 14 Personen zurückgeführt worden sind, darunter wie gesagt zwei aus Hessen, aber auch welche aus Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und aus Sachsen, soweit die mir vorliegenden dpa-Meldungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Dr. Wilken hat gesagt, wie geht eine Gesellschaft mit Menschen in Not um? Ich finde, ich glaube, Kollegin Wallmann und Herr Bocklet haben das noch einmal deutlich gemacht. Deutschland hat seine Humanität wirklich gezeigt. In den Jahren 2015, 2016 und in den Folgejahren über 1 Million Menschen, die wir in unserem Land aufgenommen haben, Hunderttausende in Hessen. Ich finde, und ich bleibe dabei, ich habe es hier häufig wiederholt, es ist eine herausragende humanitäre Leistung, die dieses Land gezeigt hat. Und ich finde, da sind wir zu Recht stolz drauf. Aber Humanität drückt sich natürlich auch durch Recht aus, Herr Dr. Wilken. Und wir haben ein weitreichendes Asylrecht, nicht nur ein weitreichendes Asylrecht, sondern wir haben eben aufgrund der Rechtsstaatlichkeit auch entsprechenden Rechtsschutz dazu. Jeder Asylantrag wird durch das dafür zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sorgfältig nach Recht und Gesetz geprüft. Dabei prüft das Bundesamt neben der Asylberechtigung auch das Vorliegen individueller Abschiebungsverbote. Kommt das Bundesamt nach umfassender Prüfung zu dem Ergebnis, dass weder Schutzgründe noch Abschiebungsverbote greifen, so hat der Ausländer grundsätzlich kein Bleiberecht und ist zur Ausreise verpflichtet. Kommt er seiner Ausreisepflicht nicht nach und sehen neben dem BAMF auch Verwaltungsgerichte keinen Anlass, die Entscheidung des BAMF aufzuheben, ist der Ausländer abzuschieben. Pauschal nun allen ausreisepflichtigen Afghanen Aufenthaltstitel zuzusprechen, wäre mit dem Regelungssystem des Aufenthaltsgesetzes daher auch nicht vereinbar. Es würde dem Gesetz vielmehr jegliche Wirkung nehmen und am Ende sogar irreguläre Einwanderung fördern können. Eine ordentliche Verwaltung hat immer den Einzelfall im Blick. So prüfen die hessischen Ausländerbehörden jeweils individuell, ob sonstige, nicht zielstaatsbezogene Duldungsgründe vorliegen. Individuellen Belangen wird damit Rechnung getragen, wie ein Blick auf das Beispiel Ausbildungsduldung zum Beispiel zeigt. Die Duldungsentscheidung lässt jedoch keinen Raum für eine Revision der Bundesamtsentscheidung und eine eigene Bewertung der Frage, ob eine vollziehbare Ausreisepflicht vorliegt. Dafür besteht auch keine Notwendigkeit, denn im Vorfeld haben in der Regel bereits Verwaltung und Gerichte festgestellt, dass eine vollziehbare Ausreisepflicht vorliegt. Deswegen, soweit das Rechtsmittel keinen Erfolg hat und auch unter Ausnutzung der Ermessensspielräume, so steht es hier im Antrag des Landes, kein Bleiberecht besteht, besteht eine Ausreisepflicht, die das Land umsetzen muss. Dabei hat die freiwillige Ausreise Vorrang vor der Abschiebung. Aus Hessen werden daher vorrangig Straftäter
abgeschoben, die nach geltendem Recht ausreisepflichtig sind. Ich schließe bei den Straftätern auch diejenigen mit ein, die eine Gefahr für unser Land sind. Ganz ausdrücklich gehört das mit dazu. Ich glaube, dass wir insgesamt ein humanitäres Gesicht zeigen, aber auf der anderen Seite natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass Recht und Gesetz in unserem Land geordnet und dem Einzelfall angemessen, aber trotzdem geordnet umgesetzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, möchte ich noch hier einen freudigen Punkt bekannt geben, vergessen worden heute Morgen bei der Mitteilung. Unsere Kollegin Lisa Gnadl ist erneut Mutter geworden, einen Sohn Ragnar bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Alles Gute für alle im Haus. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die schwarz-grüne Koalition hat ja einen Antrag eingereicht, dass hessische Behörden bereits jetzt jeden Einzelfall bei Abschiebungen prüfen würden, also nicht nur auf Afghanistan bezogen, sondern ganz allgemein. Ich finde, das ist doch Anlass, sich ein paar Einzelfälle der letzten Monate mal anzuschauen und sich die genaue Prüfung der Abschiebungen anzuschauen. Da denkt man an den 12-jährigen psychisch kranken Alec, der alleine nach Mazedonien abgeschoben wurde, einen Tag nachdem seine Großmutter einen Suizidversuch begangen hat und unternommen hat und nicht mit ihm abgeschoben werden konnte. In Mazedonien wurde er seinem Vater übergeben, der ihn misshandelt hat, was auch aktenkundig ist. Ein weiterer Einzelfall ist sein Vater, der spätabends, nachdem er 10 Jahre in Deutschland lebte, spätabends vollkommen überraschend von 4 Polizeibeamten aus der Wohnung abgeholt wurde zur Abschiebung, im Beisein seiner 1- und 3-jährigen Töchter, die übrigens beide deutsche Staatsbürger sind und die ihren Vater jetzt seit Februar nicht mehr gesehen haben. Eine Familie wurde auseinandergerissen, Kinder sind traumatisiert. Denken wir an die Roma-Familie aus Seligenstadt mit 3 kleinen Kindern. Beide Eltern haben gearbeitet. Es gab eine einstimmige Empfehlung der Härtefallkommission, dass diese Familie hierbleiben darf. Und was macht der Innenminister? Setzt sich über die Empfehlung der Härtefallkommission hinweg und schiebt die Familie ab. Und das geht überhaupt nicht. Das ist genau Ihre Prüfung des Einzelfalls, sich über die Härtefallkommission hinwegzusetzen. Herr Innenminister, das geht gar nicht. Ja, hier werden Familien auseinandergerissen, hier werden Krankheiten ignoriert, hier werden Integrationsleistungen zerstört. Und um zu Afghanistan zu kommen, ja, da herrscht Krieg, und die Zahl der zivilen Opfer steigt doch. Und die Situation wird eben nicht besser. Und gerade gestern gab es wieder eine Sammelabschiebung. Und gerade bei der gestrigen Demonstration, Herr Minister, wo einige hundert Menschen gegen die Abschiebung demonstriert haben, gab es auch noch einmal ein Grußwort der evangelischen Kirche, die ja gerade dankenswerterweise noch einmal ihren Beschluss erneuert hat, dass niemand, und zwar gar niemand, abgeschoben werden darf nach Afghanistan, meine Damen und Herren. Und ich finde auch aus dieser christlichen Verantwortung heraus, auch eine Partei, die sich christlich nennt, die jetzt diese Sammelabschiebungen befürwortet und damit das Leben und die Gesundheit von Menschen in Kauf nimmt. Nehmen Sie sich die Empfehlungen der Kirchen, nehmen Sie sich die zum Vorbild. Hören Sie auf die Pro-Asyl, auf die Flüchtlingsorganisationen, alle, die sagen, Abschiebungen nach Afghanistan sind nicht zu verantworten, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz ehrlich, ob 1.500 ausreisepflichtige Afghanen in Hessen leben oder nicht, merkt in Hessen kein Mensch. Aber für diese 1.500 Menschen, für die ist es alles, weil es ihr Leben ist. Und viele dieser Afghanen leben dauerhaft in Angst. Und Frau Wallmann, die leben doch nicht in Angst, weil DIE LINKE ihnen Angst macht. Ich lese Ihnen mal etwas vor. Ein 18-jähriger Schüler geht hier zur Schule, Afghane. Der hat einen Brief bekommen vom Regierungspräsidium. Und ich lese Ihnen mal vor, was in dem Brief steht. Das ist überschrieben mit Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland. Darin wird er zur freiwilligen Ausreise aufgefordert. Und da steht wörtlich: Sollte bis zum 7.12. keine Kontaktaufnahme erfolgen, gehe ich davon aus,
dass an einer freiwilligen Ausreise kein Interesse besteht. Ich werde dann ohne erneute Ankündigung die Abschiebung betreiben. So viel zum Thema freiwillige Ausreise. Diesen Brief bekommt ein 18-jähriger Schüler, der 10 Monate lang auf dem Landweg von Afghanistan nach Deutschland geflohen ist, als unbegleiteter Minderjähriger. Und so einen Brief bekommt er, und dann wundern Sie sich, warum ein solcher Mensch Angst hat und nicht mehr schlafen kann und kaum noch lernen kann. Das ist nicht die Schuld der Linken, dass der Angst hat, sondern wenn man solche Briefe an junge, traumatisierte Menschen verschickt, dann weiß man auch genau, was man damit anrichtet. Natürlich bricht für den jetzt alles zusammen. Natürlich bricht für den sein Leben zusammen. Der ist seit 2 Jahren hier, der hat Deutsch gelernt, der geht zur Schule. Und für ihn ist doch so, dass es überhaupt kein Sicherheitsgefühl mehr gibt. Wenn man dem noch schreibt, ohne erneute Ankündigung werde ich die Abschiebung betreiben. Ja, was glauben Sie denn, was der junge Mann macht? Glauben Sie, der schläft noch gut? Der ist getrennt von seinen Eltern. Der ist 10 Monate unterwegs gewesen. Was sagen Sie denn so einem jungen Mann, Frau Wallmann? Würde mich interessieren, was Sie dem sagen, was der jetzt machen soll. Da steht nämlich nicht drin, oh, im Hessischen Landtag hat man gesagt, vorrangig Straftäter und Gefährder. Das steht nicht in dem Brief, den der junge Mann erhält. Und deswegen, um diese Leute geht es, genau um diese Menschen geht es. Und wenn man solchen Jugendlichen jede Sicherheit nimmt, jede Perspektive, sind getrennt von ihren Familien, weil Familiennachzug ist ja auch nicht. Sie leben in Angst, sie sind oft traumatisiert. Sie ziehen Jugendlichen den Boden unter den Füßen weg, und in 2 Jahren wundern wir uns dann, dass sie auf die schiefe Bahn gekommen sind. Oh Wunder. Und genau um diese Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, die hier in Angst nehmen. Und denen Menschen könnten Sie diese Angst nehmen, Herr Innenminister, indem Sie sagen, ihr könnt hier bleiben, ihr könnt hier zur Schule gehen, ihr könnt eure Ausbildung machen. Und das müssten Sie tun. Und deshalb Schluss mit den Abschiebungen nach Afghanistan. Das ist kein sicheres Land. Geben Sie den Afghanen hier endlich Sicherheit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/5171, seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE und die SPD und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann rufe ich auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. 19/6855. Wer stimmt zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Die SPD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Damit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen.